Mehrere hundert offenbar gewaltbereite Gegner haben in Georgiens Hauptstadt Tiflis eine Kundgebung für die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft verhindert. Die Organisatoren der Tbilisi Pride haben einen geplanten Pride-Marsch kurzfristig abgesagt, da die Behörden nicht gewillt zu sein scheinen, die Sicherheit zu gewährleisten. Der Marsch wird heute nicht stattfinden, erklärten die Organisatoren auf Facebook. Wir können keine Menschenleben riskieren. Die Straßen seien voller gewaltbereiter Angreifer. Die Organisatoren erklärten zudem, dass ihre Büros von Homophoben angegriffen worden seien. Ein Büro wurde nach Medienberichten verwüstet. Im Vorfeld hatten sich Gegner in der Nähe des Parlaments Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert und Journalisten angegriffen. Zuvor hatte der georgische Ministerpräsident Irakli Garibashvili die Aktivisten aufgerufen, den Marsch abzusagen. Seine Begründung: obwohl sie das verfassungsmäßige Recht haben, Märsche zu veranstalten, könnte der Marsch zu Konfrontationen führen, da solche Aktionen für die Mehrheit der georgischen Bevölkerung inakzeptabel sind.